So, dann sind wir schon in der 30 gegen 30 Runde mit Zenith. Das heißt, das kann einfach nur babamäßig werden auf jeden Fall. Und wir gucken mal, was wir hier so gleich dann bekommen werden. Ich hoffe mal, das Bett bauen welche ein. Oh, ich glaube, sieht wohl eher weniger danach aus. So, Baby Lukas hat schon eine 2 Emeraldos besorgt. Das ist schon mal super nice. Das ist sehr, sehr gut. Das müssen wir nur noch mal kurz... Ich will mal die Ballons auf Vollzahl wegpacken, weil ich glaube, wenn die in Sterbe sind, die auch gleich weg. Aber wir gehen mal kurz in die Mitte, holen noch mal kurz 2 Emeraldos. So schwer kann das ja nicht sein. Und dann werden wir hier uns mal dann das gönnen. Ich bin echt mal echt gespannt, wie das gleich aussehen wird, wenn wir da halt, wie gesagt, mit Emeraldos da voll reinzimmern. Ich glaube, Baby Lukas hat hier wieder Emeraldos. Drop, schnell, schnell. Ein, okay. Okay, hat ein. Dann haben wir noch einen Zenith, okay. Nice. Boah, es leckt aber ein bisschen hier gerade, ne? Ein bisschen leckt das hier gerade. Aber mit dem Archer will ich mich nicht kloppen unbedingt. So, da haben wir schon den dritten Emeraldo drin. Auf ganz entspannt. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Emeraldo und dann haben wir schon das Ding oder die Maschine. Und dann sollten wir eigentlich hier ja schon komplett finanziell abhängig sein von dem ganzen Spiel. Weil, wie gesagt, das sind da 30er Teams. Also aktuell 26 zu 25. Aber ja, oh, Vico. Komm, Vico. Ja, schnell, Vico. Ja. Oh, Ehrenmann, Vico. Ehrenmann. Woo! Okay, let's go. Jetzt zurück zur Base. Schnell. Okay. Das kann lustig werden. Das kann echt lustig werden. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen den mal kurz mit. So, und stecken dann hier hin, wo es eh keinen so richtig interessiert. Ich mach den mal hier hin. So, dann steht er jetzt. Und wir gucken mal. Aktuell noch nichts. Aber ich schätze mal, das wird... Also, ich muss noch aktivieren, fällt mir gerade ein. Blau wird getarget. Genau. So, der ist jetzt an. Blau hat jetzt das Target. Dann warten wir mal drauf, dass der dann hier gleich uns versorgen wird. Oh ja, jetzt geht los. Es geht schon los. Seht das, Leute? Ey, ich mach grad ein, oder? Doch, jetzt. Ah, ich hab schon 200 Eisen. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Ich hab schon 200. Oh mein Gott, wie 85 Eisen aus dem Nichts. Das ist so krank gerade. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist echt geil. Komm, kriegen wir noch was davon? Können wir mal kurz ein bisschen einkaufen gehen? Das ist echt geil. Oh, sie kaufen gerade hier ein, aber es ist schon sehr geil. Es fällt nur noch immer Emeraldos, wenn die das einkaufen würden, dann wäre ich schon komplett dabei. Aber egal, ich kann mich schon mal schön aufrüsten hier. Ich kann schon mal anfangen, hier die Sachen zu bauen. Was ist das da oben in der Luft? Ist das ein... Hä? Was ist denn das denn? Hey, was ist denn das? Jetzt mal ohne Shit. Was fliegt denn da gerade rum? Hä, ist das ein UFO? Oh mein Gott, oh jo, wie viel Eisen ich gerade bekomme. Was ist denn das? Da fliegt irgendwas rum? Habe ich irgendwie gerade eine Macke offen oder habe ich was verpasst oder... Was fliegt denn da denn rum? Hey, da fliegt halt literally irgendwas gerade rum. Ich kann es selbst nicht erklären, was es ist. Es sieht aus wie ein Helikopterteil oder sowas. Ey, ich habe ja gerade 400 Eisen. Oh mein Gott, aber... Ach, das ist dieses Radarding. Ach so. Oh mein, ich bin so lost. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist das Radarding, wo ich diese Base von denen so gesehen halt mit scanne. Wo ich gerade schon 700 Eisen habe. Oh mein Gott. Voll krass. Aber das ist das Radarding. Ich denke schon, was ist das ganze Zeit, was da fliegt? Oh, das ist das Teil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gestört. Oh, jetzt kommt Emeraldos sogar noch. Irgendwer hat Emeraldos gerade geholt. Oh mein Gott, wie geil. Also, was gerade hier im Bettos abgeht, ich weiß es gerade absolut nicht, aber das ist mit dem Kit mega geil auf jeden Fall. Und der ist tot. Auf jeden Fall ist das mega geil mit dem Kit hier. Guck mal, wie viel Eisen ich hier schon wieder habe. Ey, das ist unglaublich. So, wir haben es hier Gen 3, so sehe ich gerade. Dann bleib mal kurz hier stehen für Gen 3. Aber das ist mega geil. Also, wenn die auch noch drüben Gen 3 bekommen, dann wäre das, glaube ich, richtig OP. Dann wäre das richtig okay, weil denk mal nach, wie viele Leute da drüben mit Gen 3 etwas kaufen. Also das Kit ist definitiv 4 in 30 in 30 mega OP. Ich fand mal, dass wir aus den Lucky Blocks auch noch irgendwie so Lucky Blöcke abziehen können. Das ist auch mega lustig. Und aktuell, leider können wir es nicht sehen, aber wir werden auf jeden Fall schätzen mal hier schon viel... Ah doch, wir können es sehen, oder? Da, boah, 1600 Eisen schon abgezogen und 4 Emeraldos. Das ist schon sehr nice auf jeden Fall. Das lässt sich sehen. So. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich dann drüben noch kein... Ja, ihr wisst schon, ne? Kein Spawner. Was? Also das ist echt krass. Oh mein Gott, ich habe schon 3 von den Teilen da oben rüberfliegen. Oh mein Gott. Boah, ich könnte jetzt literally einfach schon rüberrennen, ne? Ich könnte schon rüberrennen. Also ich will mich kurz maximal aufrüsten, dass ich dann da rüberrennen kann, ohne Sorgen. Weil das ist unglaublich. Also was hier gerade an Ressourcen wieder reinkommt. Guck. Das ist unglaublich viel. Schon 1800 Ressourcen. Das ist echt krass. So, wir gucken mal. Was kaufen wir uns denn? Wir kaufen uns auf jeden Fall eine Teleperl. Die brauchen wir noch. Ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Sonst haben wir... Also, ich will noch einen Backpack holen eventuell. Und dann können wir schon rüber lotsen und die dann zerstören. So, dann haben wir schon einen Backpack. Und wie viel sagen wir? Greifen mal lustig an bei den drüben. Einmal hier. Und dann... Ja, kommen wir mal. Teleperl, sie geht immer fit. So.
Dann haben wir noch Balloons. Die sind dann mal hier drin. Super. Und dann... Boah, ich krieg auch den Emeraldus hier reingedrückt von denen. Auch so wie. Und so, dann gehen wir mal rüber. Und dann gehen wir mal rüber. Boah, ich werde gerade so zugedröhnt von denen. Das ist so geil einfach. So viel Zeugs, wie ich von denen bekomme. Nein. Oh, geht schon los. Ich stelle mich gerade ein bisschen dullian. Oh, aber wir haben auch unsere erste Drohne, die uns jetzt über uns hovert. Da sehe ich gerade. Kann man die eigentlich zerstören eigentlich? Geht das überhaupt eigentlich, wenn man da drauf schießt? Aber so Interesse gefragt. Geht das eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Man muss wirklich die Person dafür töten, dass dieser Art Helikopter da einen Abgang macht auf jeden Fall. Ne. Die zählt nicht. Egal. Wir müssen noch kurz mal ein paar neue kaufen, weil die anderen sind gerade ein bisschen... Ah ja, oh hier, ich sehe es gerade. Ah, lol. Oha, was für Preise auf einmal. Okay, ich check das, was da gemeint ist mit der Economy-Zerstörungssache. Das ist schon, boah, das ist schon echt dreist. Boah, das ist heftig. Okay, das ist schon mad heftig, die Preise auf jeden Fall. Aber ja gut, die haben da 1, 2, 3, 4, das Vierfache drüber schweben. Also ich will nicht wissen, wie die da unter leiden. Aber naja, so, wir gehen mal rüber. So. Boah, Vierfache. Oh, wir haben nur einen von den Teilen liegen, Alter, das ist schon krass. So, was haben die, oh, was haben die denn hier gebaut? Oh mein Gott. Okay, krasse Sache auf jeden Fall hier, Bro. So, dann werden wir mal kurz... Und Jungle Tape haben wir jetzt. Dann werden wir mal kurz da ein bisschen reinfeuern. Ganze Zeit alles reinfeuern. Das heißt, Bett ist offen. Da kann einer rein, logischerweise jetzt rein. Genau, Bett ist zerstört worden. Oh mein Gott, ich bin gerade im Tiefsten der Tiefsten gelandet. Oh mein Gott. Und keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Oh mein Gott, ich bin... Das ist so genial. Es ist so genial gerade. Oh mein Gott. Oh, hier, 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 hier. Hä? Mach ich mal gerade Schaden überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich mache gerade keinen Schaden den Leuten da irgendwie. Ganz weirde Sache. Nein! Oh, der Glitch. Aber trotzdem. Boah, das ist echt krass. So, und weil wir ja eh den Spawner hier haben und die Preise mir jetzt eh egal sind, kann ich jetzt eh das nochmal holen. Boah, das ist aber echt krass. Das ist echt heftig. Also was die, glaube ich, für einen Discount oder was die für einen... für eine Höhe, für Preiserhöhung haben, das müsste aber echt brutal sein bei denen drüben. So, und jetzt heißt es wieder, deren Preise in die Höhe steigen. Inflation ist auch deren Motto, eher gesagt. So, wir gucken mal, zack. Kann ich das nicht mit den anderen, bei den anderen sehe ich das nicht, ich sehe nur meine Maschine. Okay, dann nochmal kurz aktivieren und bupp, so. Und dann können wir uns hier eigentlich schon wieder von denen ergötzen lassen. Einmal kurz hier Pfeile kaufen. So, und Enchantment wäre mal nice. Was haben wir denn für Enchantments hier? So, aber wir haben keine Rohstoffe gerade, ne? Ah, nicht so praktisch. Und ich glaube, die haben halt so hohe Preise einfach, dass das halt bei den Einkaufen fast so unmöglich ist. Vermute ich mal wenigstens. Boah, Junge. Also jetzt glaube ich, jetzt, oh, Volley. Komm, noch geil, dass das Volley. Feuer 1. Ach komm, wir gehen mit Feuer 1 rein da. Einfach rein und mit Feuer 1. Wir schaffen das schon. Das sind eh noch 9 Stück. Deswegen kriegen wir easy. Deswegen einfach mal rein da, suchen und let's go. So, wo sind hier noch welche? Da hinten sind welche. Opala. Und... Warte. Oh, der ist ein Flammen. Der ist ein Flammen aufgegangen. Und da ist er, da ist er, da ist er. Warte, warte. Oh mein Gott, der gerade so zugedröhnt wieder mit dem Zeug. Oh mein Gott, das leckt hier gerade sehr. Also ich merke gerade, der Frame-Einbruch, der ist heftig. Der Frame-Einbruch ist sehr heftig gerade. Komm, wir gehen mal einfach rüber. Ja, bau über mich, auch gut. Boah, wie sehr leckt. Kannst du kaum noch spielen? Oh mein Gott, wie sehr leckt einfach. Oh mein Gott, ey, das leckt gerade so hart. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie es hier leckt. Das ist unglaublich, wie es hier gerade leckt. Oh mein Gott. So, die ist tot. Ich kann nicht mal... Oh mein Gott, diese Lags gerade. Komm runter da. Irgendwie. Hauptsache, du kommst runter. Ah. Nee, okay, der will nicht runterkommen. Was ist hier hinten am Start? Der ist schon weggemetzelt. Jetzt kommen noch zwei Leben noch. Nur zwei Leben noch. Ich glaube, das sind die Leute mit den Balloons da hinten, die gerade so rumglitschen. Das müssten einer der zwei letzten noch sein, glaube ich. Wir gucken mal. Ah, da hinten sind die letzten zwei. Die bekämpfen. Ich glaube, die sind so aus dem Fritte. Die werden das nicht überleben, außer der Elder-Tree eventuell. Aber der andere wird es nicht überleben. Okay, der ist schon tot. Und der Elder-Tree ist auch tot. Okay. Hä? Hat er doch überlebt? Wo, warte mal. Hä? Hat es wirklich überlebt? Oh mein Gott. Er hat es wirklich überlebt. Oh mein Gott. Okay. Oh ja, komm. Jetzt ist er tot, aber komm. Der zählt. Komm schon. Nice. 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 GG. GG auf jeden Fall.